Der Dominik ist da, hallo. Hi. Was war denn dein letztes Tattoo? Was heißt das? Tattoo? Ich habe mir von meiner Freundin, die übt gerade ein bisschen, hier diese Hand machen lassen. Oh, cool. Ja. Das ist aber schon sehr gut fürs Üben. Ja, zweite Tattoo und recht gut. Und was hat das für eine Bedeutung? Darf ich das fragen? Einfach easy, chill, surfen, skaten und so. Ja, ich erzähl mal kurz, das ist so eine Hand und da ist ein Sonnenuntergang und ein Strand drin. Genau. Und wie hast du dir das überlegt? Also hast du das irgendwo schon mal gesehen, das Motiv, oder hast du es selbst, oder habt ihr es selbst gemeinsam überlegt oder designt? Ja, das haben wir selbst überlegt. Ja. Und du hast auch sonst, ich sehe gerade, da ist auch ein bisschen mehr Motiv und Südsee und Chillen und... Eher nicht. Nein? Nein. Hab ich falsch entdeckt? Das ist so ein aquarellmäßigen verschiedene Vögel und Hintergrund. Das ist nur, ja, so, das ist nur schon so verschwommen, dass man das einfach nicht mehr so richtig erkennt. Hier von der Seite sieht das aus wie ein Sonnenuntergang, das aus wie Meer und das aus, wenn es das spiegelt. Aber das hast du auch gut erkannt, weil das tatsächlich ein Sonnenuntergang sein soll. Siehste, sehr gut. Wann hast du das machen lassen? Langes her. Ich glaube mit 19 oder so. 19, 20. War das eines der ersten oder hast du noch früher angefangen? Oh, ich habe sehr früh angefangen. Also mein erstes hatte ich heimlich mit 14 machen lassen. Und dann mit 18 sofort komplett jeden Monat beim Tätowierer gewesen und mich zugeballert. Krass. Ja. Und was war das mit 14, das erste? So ein typischer Nautical Star. Ja. Ist der noch da? Ja. Der, oh. Der ist hier am Oberschenkel, sodass es, wenn ich zu Hause war, nicht sichtbar war. Ja. Sehr geschickt. Und aber du wusstest danach wahrscheinlich schon, dass neue, dass mehr kommen soll. Definitiv, ich wusste es da schon. Nur, man war ja noch zu jung, ne? Haben deine Eltern das jemals rausgefunden mit dem Stern? Nein. Also, inzwischen vielleicht. Ich habe es gebeichtet nach meinem Auszug. Sie haben es vermutet, aber nie irgendwas gesagt. Aber du, als du 18 warst, hast du noch zu Hause gewohnt, oder? Ich bin davor schon raus. Aber nicht nur wegen den Tattoos? Nein. Ich habe einfach die Ausbildung angefangen und wollte dann einfach mein eigenes Leben führen. Und was hast du für eine Ausbildung gemacht? Magst du das erzählen? Ja. Ich bin Examinierter Altenpfleger, mache gerade auch noch die Weiterbildung zum Wohnbereichsleiter. Nebenbei bin ich selbstständig als Tätowierer und Model und züchte Leopardgeckos und so weiter. Also Fulltime-Job. Voll eine interessante Mischung. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also Altenpfleger, auf jeden Fall Menschenfreund. Ja. Ja. Hast du das auch irgendwo, sag ich mal, verewigt, so deinen Job oder überhaupt die Affinität zu Menschen? Nee, habe ich nicht, nirgendwo irgendwie an mir. Das muss man einfach merken. Wenn man sich mit mir unterhält, dann merkt man das eigentlich schon. Wie ist das so im Job? Was sagen, ich sag mal, die Alten, was sagen die Alten so? Die sagen teilweise, sie finden es cool und wären sie jünger, wären sie genauso tätowiert. Ja? Ja. Durch die Bank oder war auch schon mal einer, der so erstmal so im ersten Moment, oh Gott, der ist so angemalt und du musst dich erstmal so ein bisschen... Ja. Also die erste Reaktion ist oft mal so ein skeptischer Blick, aber dafür ist dieser Wow-Effekt einfach umso größer, wenn die merken, hey, der Typ, der kann was, der ist nett, der hilft einem und ist gut. Hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass, wenn die Tattoos jetzt kein Hindernis sind, sogar das Gegenteil eintritt? Dass du eben sagst, man überzeugt die Leute schneller, weil sie sagen, oh, der ist tätowiert und trotzdem nett. Und dann auch immer, ich will wieder den Tätowierten, der ist so nett, weil der so auffällt. Genau so ist das. Ja. Ja. Die, gerade die Alten, die merken sich das einfach viel einfacher, weil Namen sind schwierig. Ja. Der bunte Mann da, der war nett. Schicken Sie nochmal den bunten jungen Mann. Genau. Schön. Sehr gut. So, jetzt die Leopardgeckos. Wann hast du denn damit angefangen? Also meine ersten hatte ich damals mit 17. Und jetzt mit der Zucht habe ich jetzt letztes Jahr angefangen. Also in allen möglichen Größen, Farben und Formen. Da gibt es ein breites Spektrum. Also Leopard wahrscheinlich wegen der, ich sag jetzt, nee, Maserung ist total falsch bei dem Tier, ne? Wie sagt man das? Ja, doch. Muster. Ja, als Muster, ja. Ja. Also diese Morphs, ein Fachbegriff, ist tatsächlich der Ursprung Leopardmuster. Aber diese, wo ich züchte, sind knallbunt. Also richtig orange, rot, so Geschichten eben. Also sind die dann schon fast, also ich bin jetzt nicht so, das sind Reptilien, ne? Ja, richtig, genau. So. Ich bin jetzt nicht so der Reptilienfachmann, Fachfrau. Aber das ist ja fast schon Salamander dann, wenn das so ganz bunt ist, so ganz, oder ja, wie ist das klassifiziert? Ich habe keine Ahnung. Das sind einfach bunt, in allen möglichen Formen. Ja. Die Muster, die haben einfach verschiedene Formen. Und wie groß werden die so? Zwischen 20 und 30 Zentimeter am Stück, also mit Schwanz. Ja, das ist ja gar nicht so klein. Wo hältst du, hast du die alle in der Wohnung? Ja, also in Terrarien. Ja, krass. Ja. Aber, du setzt dann immer ein Männchen und ein Weibchen zusammen und guckst, ob die sich mögen, oder wie machst du das?
Problem. Also die Menschen sind getrennt und dann überlege ich halt, welche Farbkombination könnte passen, was könnte was Cooles dabei rauskommen, und dann setze ich die zusammen, ja, werden aber danach sofort wieder getrennt. Okay. Und dann, One Night Stand. Genau. Und dann kommt eben eine Überraschung raus. Ach cool, also das ist nicht nur ein biologisches, sondern auch ein kreatives Hobby. Weil du ja sagst, okay, ich guck mal welche. Man muss sich halt sehr viel mit der Genetik beschäftigen, ja, wie welche Farben irgendwie kombinieren und auch passen, damit da was Cooles dabei rauskommt. Ja. Und geht das meistens so aus, wie du denkst, oder ist es dann manchmal so, oh, es ist ja doch Schlammfarben, waren zu viele Farben oder so? Also ich bin jedes Mal neu fasziniert, was da überhaupt rauskommt. Ja. Ja. Das habe ich noch nie gehört, deswegen bin ich gerade total geflasht irgendwie. Lustig. Jetzt habe ich auch gerade ein bisschen den Faden verloren. Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Geckos. Ich war mal in Südostasien unterwegs und die haben nachts immer so gerufen. Und jetzt, die haben tatsächlich das Wort Gecko gerufen. Machen das dann auch? Oder ist das normal oder ist das nicht immer? Es gibt, glaube ich, eine Art, wo das macht, aber da bin ich mir auch nicht sicher. Da bin ich auch da bin ich fast aus dem Bett gefallen. Gecko! Gecko! Ohne Scheiß! So richtig haben die gerufen. Das ist natürlich cool, wie so ein Pokémon, was immer seinen Namen sagt, ne? Hast du das denn irgendwo verewigt, deine Leidenschaft, die dahingehend? Nein, das kommt aber noch. Ja? Das kommt noch, ja. Hast du denn noch viele Freistellen? Ich sehe jetzt kaum welche. Also, das Bein ist in Arbeit, also beide Beine sind in Arbeit, so stückchenweise. Und die letzte Baustelle ist mein Rücken, der kommt jetzt Ende des Jahres dran und dann ist es voll. Ja? Ja. Und dann? Dann wahrscheinlich die Kleinigkeiten ausbessern, was sich über die Jahre angesammelt haben. Ja. Und covern und Hauptsache wieder tätowieren und so weiter. Ja, eben, weil irgendwann ist es ja das ja total traurig, wenn das dann flöten geht, ne? Hier am Bein sind so ein paar Tentakel, sehe ich. Genau, da habe ich einen Oktopus, also das ist so mein Meeresbein. Mhm. Habe da auch einen riesengroßen Hai, der sich viel anfängt, dann sich um das Bein wickelt. Ja. Ja, einfach. Hast du denn mit Surfen und maritimen Sachen auch was am Hut? Weil ich jetzt, ich habe dieses Zeichen gesehen, ja, den Strand, den Oktopus. Es ist einfach, es zeigt für mich einfach diesen leichten Lifestyle. Ein bisschen vergleichbar mit Hippie-mäßig. Ja. Hauptsache raus, freies Feeling, gute Laune. Ja. Und das Meer, das gibt ja diese Freiheit. Das ist unheimlich groß und man kann so viele Sachen mitmachen. Ich finde es super. Ja. Ja, meistens, wenn man am Meer ist, hat man auch eine gute Zeit. Ne? Genau. mit diesem leichten und positiven und auch, ich sag jetzt mal, liebevollen, also mit, dem, ja, mit der Altenpflege und so, ist da auch deswegen dieses Om-Symbol? Genau. Ja. Genau. Einfach diese Ruhe und Gelassenheit, ja, mit dazu, ja, ja. Sehr schön, das merkt man dir auch sehr an, sehr schön. Weißt du denn schon, was jetzt direkt, das ist noch in Mache? Genau, das ist in Mache, ja. Ja. Ist das auch das Nächste, was komplettiert wird? Ich denke nicht. Ich denke, ich habe noch ein paar Übungsstellen und dann, wie gesagt, fest im September fängt mein Rücken an. Ja. Ja. Und was kommt an den Rücken? Also ein Neo-Traditional Style, eine Frau mit Widderhörnern. Mit dem anatomischen Herz, alles ein bisschen düster, so ein Gothic-Style ein bisschen, wo einfach komplett über die Schultern bis hin zum unteren Po komplett alles zumacht. Weißt du schon, wer das macht? Ja. Ja. Darf ich es wissen? Robin Kemper. Weiß ich jetzt, kann ich jetzt aus dem Kopf nicht... Ah, geh ich mal gucken. Geh ich mal vorbeigucken. Wie gehst du denn grundsätzlich so an die Motivwahl dran? Hast du was länger im Kopf oder entwickelst du das mit einem Tätowierer oder wie machst du das? Meistens eher spontan. Also ich habe auch kaum Tattoos, wo mir groß irgendwas bedeuten, sondern wirklich einfach, darauf habe ich Bock. Das gefällt mir, ich weiß, das wird mir in x Jahren auch noch gefallen. Und ja. Also es ist eher so ein grundlegendes Gefühl, als was wirklich Spezifisches. Genau. Ich habe vereinzelt Sachen auch scheiß tätowiert. Ich habe zum Beispiel eine Vagina in der Achsel oder irgendwo einen... Kann ich mal sehen? Oder irgendwo einen Arsch in einem Herz drin. Damit du dich freust, wenn du schwitzt, oder was? So geil. Nein, einfach just for fun, weißt du? Da waren wir auch gerade bei einem Tätowierer zu Besuch und es war langweilig. Und haben gesagt, ja komm, wir machen das jetzt einfach. Da war es gerade wieder feucht. Man könnte es ja theoretisch wirklich so sagen, ne? Ich bin feucht, da kommen Haare dran, was auch immer. Aber ja, man will mit spielen auf jeden Fall. Nein. Also nein, nicht so spielen, sondern mit dem Gedanken, ja, oder mit den genau. Wörtern. Genau, einfach nur Blödsinn labern. Ja, das kenne ich nicht. Nein. Achso, ja, ich wollte noch auf das Modeln zu sprechen kommen. Wie fing das bei dir an? Das Modeln hat bei mir angefangen, eigentlich mit einer Arbeitskollegin. Die war Fotografin nebenbei.
und sie wollte unbedingt mich mal fotografieren. Da hatte ich gerade so meine ersten zwei Tattoos und meinte, dich brauche ich mal vor der Kamera. Und ich so, boah, nee, bin echt unsicher damit, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Dann war das so, die hat mich nach der Arbeit abgefangen und einfach mitgenommen. Und dabei sind eigentlich so coole Bilder entstanden, dass ich gesagt habe, ja, das mache ich dann länger. Das mache ich dann öfter und ich glaube, mein drittes Shooting war dann sogar schon Label-Shooting und dann ging es eigentlich nur noch bergauf. Ja. Und jetzt habe ich momentan so eine kleine Ruhephase. Ja, muss man auch mal in einer Zeit, ne? Das meistens das jetzt erstmal häuft und dann muss man sich mal erstmal ein bisschen ausruhen. Genau. Was war denn so das Coolste, was du bis jetzt so gemacht hast? Also entweder motivmäßig oder tatsächlich, dass es sehr lukrativ war oder du gedacht hast, krass, dass ich dafür arbeiten darf? Das Coolste war, da bin ich nach Berlin eingeladen worden für ein neu erscheinendes Tattoo-Magazin, das noch nicht auf dem Markt war. Also das war wirklich die Erstauflage von dem Magazin und der hat mich einmal auf Convention gesehen, hat mich gefragt, du bist es und du kommst zu mir nach Berlin. Dann war da innerhalb von 3 Tagen Videodreh, Shooting, Videodreh und ja. Ich war einfach begeistert von. Ich habe das Gefühl, die Leute zwingen dich immer ein bisschen zu deinem Glück. Ja. Die entführen dich einfach oder so. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich auch nicht. Was hast du denn in diesem Jahr? Hast du noch Shootings geplant oder lässt das alles auf dich zukommen erstmal? Ich lasse es auf mich zukommen. Also geplant habe ich rein gar nichts im Moment. Wahrscheinlich würde ich wieder irgendwer irgendwo abfangen oder entführen. Ich vermute es mal, ja, genau so. Eine Frage habe ich noch. Dieses Boneless oben ist mir noch aufgefallen. Ja. Magst du darüber erzählen oder ist das eher privat? Nee, ist easy. Also Boneless hat für mich einfach die Bedeutung, das kommt auf, hinfallen, Knochen brechen, aufstehen, weitermachen. Das hat für mich diese Bedeutung einfach nicht aufgeben, einfach sein Ding machen, weitermachen. Ja, das ist das. Sehr schön. Ich frage am Ende immer, ob ihr noch was erzählen wollt, was euch am Herzen liegt, also die Interviewkandidaten, oder ob ich alles gefragt habe und man schnell wieder weiter möchte. Nee, ich denke, das war's. Also es hat mir auch Spaß gemacht. Und vielen Dank. Ja, danke dir auch. Ich knuddel dich nochmal.